Wer hört das hier täglich mehrfach? Keiner. Kann ja sein, dass jemand hört. Kann sein. Aber zu sagen, das sind die Dinge, die die Kinder täglich mehrfach hören, ist ja wohl eine absolute Lüge. Wir glauben, dass es das gibt. Ich glaube, dass es das gibt. Wahrscheinlich kennt doch hier jemand, wo es das gibt. Vielleicht gibt es hier in der Familie jemanden, wo es sowas gibt. Aber es kommt hier darauf an, wie diese Frau verallgemeinert. Ich kann auch nicht sagen, die Christen vergewaltigen alle ihre Töchter. Weil es in Deutschland des Öfteren vorkommt. Mir hat jemand erzählt, der hat mit so einer Organisation gesprochen, die sich um solche Opfer kümmert. Die haben gesagt, dass alle 14 Minuten so etwas in Deutschland passiert. Aber das ist trotzdem noch eine Minderheit. Eine absolute Minderheit. Man kann doch nicht sagen, dass alle Christen, das sind nur alle Deutschen. Aber was wäre, wenn ich das sagen würde? Wenn ich das sagen würde, dann rufe ich zum Hass auf. Natürlich, weil ich sage, guck mal, was das für Menschen sind. Und hier schau mal, was hier bei uns erzählt wird. Schau mal, was hier bei uns erzählt wird. Und wer sagt was dagegen? Hier wird bei uns erzählt, das reicht doch heute. Ihr erzählt nachher, das haben wir leider nicht auf Tonband. Sie erzählt, eine Frau, die kein Kopftuch trägt, ist für einen Muslim eine, anderes Wort für Prostituierte, und es ist ihm erlaubt, sie zu vergewaltigen. Wer glaubt, okay, mal eine Frage an die Brüder. Wer glaubt hier, Bruder, wer glaubt hier, dass es erlaubt ist, eine Frau zu vergewaltigen, die kein Kopftuch trägt? Wir haben heute tausende Muslime hier. Wer glaubt, dass es erlaubt ist, eine Frau zu vergewaltigen, die kein Kopftuch trägt? Wer glaubt das? Keiner. Wer glaubt, dass das haram ist, eine Frau zu vergewaltigen, die kein Kopftuch trägt? MashaAllah. Ihr habt alle den Islam wahrscheinlich nicht verstanden, außer an dieser Frau D. Ja? Anscheinend. Das wollte ich nur mal gezeigt haben. Alhamdulillah. Und inshallah, hiermit wollte ich erstmal darauf aufmerksam machen, wir machen jetzt eine Pause. Ja, und ich werde dann nachher inshallah noch einige Tipps abgeben. Jazakumullah khairan. Und wie gesagt, bitte sei nicht sauer auf mich. Weil ich kann mich jetzt nicht um jeden kümmern. Ich muss mich jetzt auch ein bisschen sammeln. Weil es werden sicherlich viele Leute kommen, werden zu mir kommen, wollen mir Fragen stellen. Das ist halt einfach für mich zu viel. Ich bitte euch, die Frage auf einen Zettel zu schreiben. Und wir machen dann nach der Pause weiter.